Er ist Initiator von Viva con Agua de St. Pauli, wie der Verein in echt heißt, und jetzt auch wissenschaftlicher Klopapierexperte, Benny Adrian. Warum steht denn auf dem Goldeimer Klopapier nicht Toilettenpapier drauf, wie bei allen anderen, sondern Klopapier? Es ist ja tatsächlich das einzige und erste Klopapier in ganz Deutschland. Es gibt ja sonst außer Goldeimer kein Klopapier auf dem deutschen Markt. Es gibt nur Hygienepapier und Toilettenpapier. Klopapier macht keiner. Das heißt, es ist also eine eigene Kategorie, was ganz Neues, eine Weltneuheit auf dem deutschen Markt. Ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, eins von vielen. Dann, also wir zeigen das hier mal. Das ist ja dreilagig. Habt ihr euch damit beschäftigt, dass der deutsche Toilettenpapierbenutzer eher faltet als knüllt? Das ist so, ne? Es geht, der Amerikaner macht es eher andersrum. Der wichtige Hinweis beim Toilettenpapier: im Schnitt verbraucht der deutsche Verbraucher also drei pro Riss sozusagen, pro Verwendung drei Dinger, Papiere. Wenn wir uns gemeinsam kollektiv angewöhnen würden, das mit zwei zu schaffen oder gar nur mit einem, würde Mengen an Papier gespart werden. Das wäre besser für die Umwelt. Und auch bestimmt irgendwie machbar, das dann mit einem hinzukriegen. Okay. Aber für Frauen zwei, für Männer eins. Jetzt haben wir ja so schöne Sprüche drauf, wie mit Viva con Aqua mache ich gerne Geschäfte und Klopapier für den Brunnenbau. Da, aber es war doch bestimmt Alkohol im Spiel, um das hier alles zu... Alle für Klos, Klos für alle steht da drauf. Ja. Alkohol, weiß ich gar nicht genau. Wir haben uns aber viel mehr, also es war viel mehr unsere Marketingabteilung, die da über Monate recherchiert hat und Marktforschung betrieben hat, um herauszufinden, der Moment, bei dem der Konsument dieses Klopapiers auf der Toilette sitzt und in dieser intimen Atmosphäre mit seiner ungeteilten Aufmerksamkeit mit dem Produkt in Berührung kommt, ja, das ist der Moment, an dem die Magie überspringt vom Klopapier auf den neuen Goldeimer-Fan. Egal, wo Sie Talk.gucken, Benny Adrian ist zu Gast.